und John Cooper Works. Eine Verbindung, die bereits vor über 55 Jahren für mächtig Furore sorgte. Anfangs noch als Tuner steht die Marke seit 2007 unter dem Dach von BMW. Ein Garant für Fahrspaß, damals wie heute. So, mal ein bisschen schneller fahren. Gut zu wissen, ne? So ein Lenkrad, gell? Kann man drehen. Wie schön man den reinwerfen kann, ne? Aber trotzdem, der Motor könnte ein bisschen mehr Bums haben. Der Sound könnte aggressiver sein. Die Lenkung als solche finde ich okay. Nochmal, ich habe jetzt eine ganz leicht feuchte Bahn. Wir müssen warten, dass es komplett abtrocknet. Aber so aus der Nulllage heraus habe ich dann doch, ja, so das erste Anlenken geht. Aber wenn da mehr Lenkwinkel mit reinkommen, dann reißt die Haftung doch ab. Und finde ich jetzt so diese Anbindung zwischen Chassis und Fahrbahn, habe ich das Gefühl, dass das in dem alten Mini intensiver war. Das ganze Auto fühlt sich irgendwo behäbig an, synthetisch ein bisschen. Es ist nicht mehr dieses Mini-Feeling. Da steht dann irgendwas von maximalem Go-Kart-Feeling. Also wenn das jetzt mein Go-Kart sein soll, dann muss ich sagen, das kenne ich anders. Also da wäre ich mit meinem Go-Kart nicht einverstanden. Jetzt kommt der Punkt, er ist gar nicht so langsam, nur es fühlt sich einfach aber auch nicht schnell an. Und das ist doch das Kernproblem. Ich lasse ja auf der Straße nicht die Stoppuhr mitlaufen und sage, na, wie schnell bin ich denn heute im Straßenverkehr? Ich will auch hier den BMW oder Mini-Leuten hier nicht zwischen die Beine treten. Ne? Ich weiß, dass die das besser können, aber macht das doch auch. Da kommt der Herr, der John Cooper Works, ja? Da muss es doch krachen im Karton. Jetzt muss es doch richtig nach vorne gehen. Und das war nicht der Fall. Wer seinen Mini weiter nachschärfen will, findet werksseitige Nachrüstoptionen. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sich die hohen fahrdynamischen Erwartungen an die Baureihe F56 nicht vollständig erfüllen. Aber wirklich böse kann man einem Mini eben auch nicht sein.